Hallo zu Hause, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir wieder live sind mit einem sehr besonderen Programm an einem sehr besonderen Ort, nämlich hier in der Alten Pumpe mit einem Fotografiekonzert mit Fotografien von Barbara Wolff. Und ich freue mich total, dass wir das machen dürfen. Das war übrigens gar nicht einfach, das alles einzufädeln, aber ich hoffe, dass alles jetzt so klappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Barbara Wolff ist auch da und auch Marc Barbey ist da, der Galerist, der die aktuelle Ausstellung, genau diese Fotokollektion Metropolis ist ja im Moment gerade in Berlin in einer Galerie, nämlich in der Kollektion Regard, und der Galerist ist da und es gibt auch ein Buch, Barbara Wolff, Metropolis, natürlich. Der Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr es kaufen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das müssen wir machen. Habe Barbara Wolff versucht zu erreichen. Das ging eben genau über Marc Barbey und das hat geklappt. Warum natürlich muss sie das unbedingt machen? Erstens haben wir schon mal ein Fotokonzert gemacht. Das war mit Fotos von Hein Gorni und dann, ihr wisst, als Stummfilmmensch Metropolis, das konnte ich natürlich nicht ungesehen lassen. Und ich finde, die Fotos beziehen sich tatsächlich auf den Film, außer einem Foto, was tatsächlich sich direkt auf Metropolis bezieht, aber sehr, sehr indirekt. Das sind Berlin-Fotos, guckt es euch gleich selber an. Vorher will ich noch ein paar Sachen sagen. Erstens, der Ort hier, die Alte Pumpe, gehört zum Radialsystem. Das Radialsystem, ihr kennt den Konzertsaal, Radialsystem ist nur eine Pumpstation gewesen von 12 und dieses ganze System pumpte das Abwasser aus Berlin heraus auf die Rieselfelder außerhalb von Berlin und dieses hier ist das Radialsystem 7 und der Konzertsaal, wo wir sonst immer draus gestreamt haben, gehört dazu und dieser Raum auch. Das ist eben die letzte erhaltene Pumpe hier an diesem Standort und vielen Dank an Thomas Pahl, der diese Event-Location, Alte Pumpe, betreibt. Der Link ist auch unten, dass wir das hier machen dürfen. Also super, vielen Dank. Das war auch ein bisschen Rettung in höchster Not, aber einfach total klasse, großherzig, dass wir das hier machen dürfen. Es ist zwar saukalt, wir haben aber die Heizung ein bisschen anmachen dürfen, aber ich hoffe, die Finger bewegen sich gleich noch. Genau, danke auch an die Pumpe, die sozusagen den Konzertsaal und dieses Jugendkulturzentrum, die unterstützt uns weiter mit Rat und Tat und Kamera, also ein paar extra Kameras und so. Danke an Michael Clemens, mit dem ich das hier zusammen mache. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ihr Stummfilme guckt, denkt ihr dann, ja, das war ja während der Wirtschaftskrise oder ja, das war ja während der spanischen Grippe oder so. Wahrscheinlich denkt ihr das nicht unbedingt. Also ich denke das sehr selten, obwohl ich fast nur Stummfilme gucke. Genauso ist es jetzt, wenn man in 20 Jahren diesen oder in 100 Jahren diesen Stream gucken würde, wird man alle sagen, was hatten die für einen Kack-Haarstil, ja, Frisurenstil. Das ist ja total beknackt an den Anfang der 20er Jahre gewesen, weil die gar nicht denken, dass wir gar nicht zum Friseur gehen konnten. Ja? So ist es halt, also wenn wir diesen Stream jemals damit sozusagen ein kulturelles, ein kunsthistorisches Denkmal schaffen, dann werden die Leute sagen, tolle Fotografien, aber die Frisuren, das ging überhaupt nicht. Ja? So ist es halt. Vielleicht habt ihr schon einen Termin. Ich habe tatsächlich einen gemacht. Ich habe einen Friseur angerufen und habe einen Termin gekriegt mit etwas schlechtem Gewissen, aber mal gucken, dauert noch ein paar Wochen und dann sehe ich eigentlich genauso beknackt aus wie vorher auch. Aber mit kürzeren Haaren. So, also so ist das. Es gibt jetzt erstmal ein Stück Klavier vorneweg, dann gibt es eine Ansprache von Marc Barbey zu dieser Fotokollektion und dann gibt es genau jene Fotokollektion und die da ist diesmal relativ kurz für uns. Wer schon oft geguckt hat, weiß, also unter 2,5 Stunden geht eigentlich kaum was bei dem Bothmer. Das ist heute deutlich kürzer. Ich glaube, das eigentliche Zentrum, diese Fotovertonung, das sind ungefähr 25 Minuten so, bisschen Rahmenprogramm draußen rum, also eine Stunde sind wir durch, leicht und flockig hoffentlich, wobei die Fotos sind natürlich auch zum Teil ernst, aber dann habt ihr noch was vom Abend und könnt noch Matrix gucken oder was weiß ich was, oder irgendwas anderes unternehmen, essen gehen, Ja, wir legen los. Ich mache mal ein Einleitungsstück und dann ist Marc Barbey dran. Viel Spaß. Das war der Versuch, Metropolis und die Maschine und heute zusammenzubringen. Also der Film Metropolis und den heutigen Abend mit dem Buch Metropolis. Jetzt freue ich mich, Marc Barbey ist da, Galerist und Kunstbewahrer und ein ganz toller Mensch von der Galerie Kollektion Regard. Und er wird uns ein paar Worte zu dem Buch von Barbara Wolff sagen und der Fotokollektion. Dankeschön. Danke, Stefan, für deine Worte und deine Einladung, wieder ein Konzert mit Kollektion Regard zu machen. Das Konzert am 8. Mai letztes Jahr mit den Arbeiten von Hein Gorni über Hommage à Berlin ist großartig gewesen. Was wir als Experiment aufgestellt haben, basierend auf deiner Idee, hat funktioniert. Dieses Format, der Fotografie und Musik verbindet, finde ich sehr schön und spannend. Und du hast wirklich ein Talent, die Emotionen der Bilder mit den Emotionen der Musik zu verweben. Ich hoffe, wir können in Zukunft noch mehr davon machen und dass weitere Institutionen dieses Format aufnehmen werden. Lieber hätte ich es heute Abend im vollbesetzten Babylon gemacht, mit anschließender Buchsignierstunde und Apéro in der Kollektion Regard. Aber nein. Dass wir nun 10 Monate später immer noch nicht aus dieser Krise sind und sich die Lage für die Kulturschaffenden nur noch verschlechtert hat, ist einfach eine Katastrophe. Es wäre schöner und fairer, wenn Konzertsäle, Theatern, Museen und Galerien endlich wieder öffnen könnten. Die Ausstellung Barbara Wolff Metropolis ist dank der Finanzierung des Kunstfonds und des Programms Neustart Kultur möglich gewesen. An dieser Stelle sehr herzlichen Dank. Die Ausstellung haben wir letzte Woche eröffnet und über 300 Personen haben sich bis heute schon die Eröffnung auf dem YouTube-Kanal der Kollektion Regard angeguckt. Dass in solche Zeiten solche Zahlen möglich sind, hätte ich nicht erwartet. Es ist eine große Freude, dass dich, Stefan, diese Bilder von Metropolis, von Barbara Wolff so gefallen haben, dass wir heute wieder zusammen sind für ein neues Konzert. Die Bilder von Barbara Wolff sind eine tolle Inspiration. Sie zeigen uns das heutige Berlin. Das Berlin, was lebt und bebt in Vor-Corona-Zeiten und auch das stille, heutige Berlin. Ihr künstlerisches Vokabular ist das der humanistischen Fotografie, aber es kann meines Erachtens auch zum magischen Realismus zugeordnet werden, dank der Vielschichtigkeit ihres Schaffens. Denn Barbara Wolff zeigt uns die Welt, wie sie ist, bei fast jedem Bild mit einer übergeordneten, wohlwollenden, respektvollen, teils unwirklichen, oft mit einer utopischen Dimension. Mit Fritz Langs Film ist diese Serie insofern verbunden, dass sie die Bauten, Verkehrsmittel und die Stadt und deren Interaktion mit den Menschen festhält und in Perspektive setzt. Dieser Ort, die Alte Pumpe, ist perfekt für diese Idee und ich möchte mich auch hier an dieser Stelle bei der Alte Pumpe sehr herzlich bedanken, dass wir das hier machen können. Dass diese Arbeiten von Barbara Wolff mit einem Smartphone entstanden sind, ist kaum zu fassen. Aber Barbara Wolff hat ein System der Sichtweise erschaffen und liefert auch noch wunderbare Silbergelatinabzüge, die Sie hoffentlich bald in der Kollektion Regard sehen können. Das wunderbare Buch Metropolis, was im Lunik Verlag erschienen ist, ist eigentlich für alle Berliner ein Must-Have. Unten können Sie auch mehrere Links finden, um Stephan von Bothmer eine Spende für sein Engagement und dieses Konzert zu machen. Machen Sie es am besten heute noch, dann vergessen Sie es morgen nicht. Das ist sehr wichtig, bitte helfen Sie. Merci, Stephan, für deine Idee und für die Musik.